В этом видео вас ждет короткий рассказ на немецком языке, который мы будем слушать и разбирать по частям. При первом прослушивании попробуйте понять общий смысл и уловить знакомые слова. Для полного понимания второй раз вы услышите рассказ с переводом. Затем носитель языка еще раз прочитает текст, чтобы вы могли закрепить полученные знания. Для более эффективного усвоения материала предлагаем скачать текст и его перевод по ссылке в описании к видео. Ein Termin beim Zahnarzt. Seit ein paar Tagen hat Rita Zahnschmerzen. Das hatte sie schon lange nicht mehr. Schließlich macht sie einen Termin beim Zahnarzt. Die Sprechstundenhilfe meldet sich. Zahnarztpraxis, Dr. Geiger? Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich hätte gern einen Termin, sagt Rita. Ich habe Zahnschmerzen. Ich schaue, wann ich etwas frei habe antwortet die Sprechstundenhilfe. Es dauert einen Augenblick. Dann meldet sich die Frau wieder. Wie wäre es morgen früh um 8 Uhr? Das wäre sehr gut, sagt Rita. Dann bis morgen. Nach dem Telefonat geht sie in die Küche. Sie nimmt gefrorene Erbsen aus dem Gefrierschrank. Damit kühlt sie ihre Wange. Sie ärgert sich. Früher war sie jedes Jahr bei der Kontrolluntersuchung. Da hatte sie nie Probleme mit den Zähnen. Hätte ich nur nicht aufgehört, zur Kontrolle zu gehen, denkt sie. Jetzt habe ich den Salat. Am nächsten Tag sitzt Rita im Wartezimmer. Sie muss nicht lange warten. Schon nach wenigen Minuten wird sie aufgerufen. Frau Fischer, bitte. Sie steht auf und geht ins Behandlungszimmer. Dort trifft sie Dr. Geiger. Guten Tag, Frau Fischer, sagt er. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Doktor, antwortet Rita. Ich habe Zahnschmerzen. Genau hier. Sie zeigt auf ihre Wange. Dann schaue ich mir das mal an, sagt der Doktor. Setzen Sie sich. Anschließend untersucht er Rita. Mit Ihren Zähnen ist alles in Ordnung, sagt er danach. Allerdings ist Ihr Zahnfleisch leicht entzündet. Ist das schlimm? fragt Rita. Nein, das sollte weggehen, sagt Dr. Geiger. Ich habe alles gereinigt. Rita freut sich. Kann ich etwas tun, damit das nicht wieder passiert? Die Zähne immer gut putzen, erklärt der Zahnarzt. Und einmal im Jahr zur Kontrolle kommen. Alles klar, sagt Rita. Danke sehr, Herr Doktor. Daraufhin verabschiedet sie sich. Sie ist erleichtert. Если хотите услышать эту и другие немецкие истории с переводом на английский, переходите по ссылке под видео и подписывайтесь на наш второй канал. Ein Визит к стоматологу. Seit ein paar Tagen hat Rita Zahnschmerzen. Das hatte sie schon lange nicht mehr. Na Seit ein paar Tagen hat Rita Zahnschmerzen. Das hatte sie schon lange nicht mehr. Schließlich macht sie einen Termin beim Zahnarzt. В итоге она записывается на прием к стоматологу. Schließlich macht sie einen Termin beim Zahnarzt. Die Sprechstundenhilfe meldet sich. Zahnarztpraxis Dr. Geiger, wie kann ich Ihnen helfen? Помощница врача отвечает на телефонный звонок. Стоматологическая клиника доктора Гайгера. Чем я могу вам помочь? Die Sprechstundenhilfe meldet sich. Zahnarztpraxis Dr. Geiger. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich hätte gern einen Termin, sagt Rita. Ich habe Zahnschmerzen. Rita. Guten Tag. Ich hätte gern einen Termin sagt Rita. Ich habe Zahnschmerzen. Ich schaue, wann ich etwas frei habe, antwortet die Sprechstundenhilfe. Es dauert einen Augenblick. Dann meldet sich die Frau wieder. когда есть свободное время, Ich schaue, wann ich etwas frei habe antwortet die sprechstundenhilfe es dauert einen augenblick dann meldet sich die frau wieder wie wäre es morgen früh um 8 uhr das wäre sehr gut sagt rita dann bis morgen zudem jenchena снова отвечает как насчет завтра 8 часов утра это было бы очень хорошо говорит рита тогда до завтра dann meldet sich die Frau wieder. Wie wäre es morgen früh um 8 Uhr? Das wäre sehr gut, sagt Rita. Dann bis morgen. Nach dem Telefonat geht sie in die Küche. Sie nimmt gefrorene Erbsen aus dem Gefrierschrank. Damit kühlt sie ihre Wange. Nach dem Telefonat geht sie in die Küche. Sie nimmt gefrorene Erbsen aus dem Gefrierschrank. Damit kühlt sie ihre Wange. Sie ärgert sich. Früher war sie jedes Jahr bei der Kontrolluntersuchung. Da hatte sie nie Probleme mit den Zähnen. Sie ärgert sich. Früher war sie jedes Jahr bei der Kontrolluntersuchung. Da hatte sie nie Probleme mit den Zähnen. Hätte ich nur nicht aufgehört, zur Kontrolle zu gehen, denkt sie. Jetzt habe ich den Salat. Если бы я только не перестала ходить на осмотры, думает она. Теперь у меня неприятности. «Am nächsten Tag sitzt Rita im Wartezimmer. Sie muss nicht lange warten». «На следующий день Рита сидит в комнате ожидания». Am nächsten Tag sitzt Rita im Wartezimmer. Sie muss nicht lange warten. Schon nach wenigen Minuten wird sie aufgerufen. Frau Fischer bitte. Sie steht auf und geht ins Behandlungszimmer. Уже через несколько минут ее вызывают. Frau Fischer, пожалуйста. Она встает и идет в кабинет. Schon nach wenigen Minuten wird sie aufgerufen. Frau Fischer, bitte. Sie steht auf und geht ins Behandlungszimmer. Dort trifft sie Dr. Geiger. "Guten Tag, Frau Fischer", sagt er. "Was kann ich für Sie tun?" Tam, dayn, Frau Fischer", Dort trifft sie Dr. Geiger. "Guten Tag, Frau Fischer", sagt er. "Was kann ich für Sie tun?" "Guten Tag, Herr Doktor", antwortet Rita. "Ich habe Zahnschmerzen. Genau hier." Sie zeigt auf ihre Wange. день, господин доктор, отвечает Anna Guten Tag, Herr Doktor, antwortet Rita. Ich habe Zahnschmerzen. Genau hier. Sie zeigt auf ihre Wange. Dann schaue ich mir das mal an, sagt der Doktor. Setzen Sie sich. Anschließend untersucht er Rita. Присаживайтесь. Затем он осматривает Риту. Dann schaue ich mir das mal an, sagt der Doktor. Setzen Sie sich. Anschließend untersucht er Rita. Mit ihren Zähnen ist alles in Ordnung, sagt er danach. Allerdings ist ihr Zahnfleisch leicht entzündet. С вашими зубами все в порядке, говорит он потом. Однако ваши десны слегка воспалены. Mit ihren Zähnen ist alles in Ordnung, sagt er danach. Allerdings ist ihr Zahnfleisch leicht entzündet. Ist das schlimm? fragt Rita. Nein, das sollte weggehen, sagt Dr. Geiger. Ich habe alles gereinigt. Это очень плохо, спрашивает Рита. «Нет, это должно пройти», — говорит доктор Гайгер. «Я все почистил». «Ist das schlimm?» — fragt Rita. «Nein, das sollte weggehen», — sagt доктор Geiger. «Ich habe alles gereinigt». Rita freut sich. «Kann ich etwas tun, damit das nicht wieder passiert?» Рита радуется. Могу я что-то сделать, чтобы этого вновь не случилось? Рита freut sich. Kann ich etwas tun, damit das nicht wieder passiert? Die Zähne immer gut putzen, erklärt der Zahnarzt. Und einmal im Jahr zur Kontrolle kommen. Всегда хорошо чистить зубы, объясняет стоматолог. И раз в год приходить на осмотр. Die Zähne immer gut putzen, erklärt der Zahnarzt, und einmal im Jahr zur Kontrolle kommen. Alles klar, sagt Rita. Danke sehr, Herr Doktor. Daraufhin verabschiedet sie sich. Sie ist erleichtert. Все ясно, говорит Rita. Большое спасибо, господин доктор. После этого она прощается. Она чувствует облегчение. Alles klar, sagt Rita. Danke sehr, Herr Doktor. Daraufhin verabschiedet sie sich. Sie ist erleichtert. Dennoch weiß sie eines ganz sicher. Sie wird nie wieder vergessen, zur Kontrolle zu gehen. Dennoch weiß sie eines ganz sicher. Sie wird nie wieder vergessen, zur Kontrolle zu gehen. Seit ein paar Tagen hat Rita Zahnschmerzen. Das hatte sie schon lange nicht mehr. Schließlich macht sie einen Termin beim Zahnarzt. Die Sprechstundenhilfe meldet sich. Zahnarztpraxis, Dr. Geiger? Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich hätte gern einen Termin sagt Rita. Ich habe Zahnschmerzen. Ich schaue, wann ich etwas frei habe, antwortet die Sprechstundenhilfe. Es dauert einen Augenblick. Dann meldet sich die Frau wieder. Wie wäre es morgen früh um 8 Uhr? Das wäre sehr gut, sagt Rita. Dann bis morgen. Nach dem Telefonat geht sie in die Küche. Sie nimmt gefrorene Erbsen aus dem Gefrierschrank. Damit kühlt sie ihre Wange. Sie ärgert sich. Früher war sie jedes Jahr bei der Kontrolluntersuchung. Da hatte sie nie Probleme mit den Zähnen. Hätte ich nur nicht aufgehört, zur Kontrolle zu gehen, denkt sie. Jetzt habe ich den Salat. Am nächsten Tag sitzt Rita im Wartezimmer. Sie muss nicht lange warten. Schon nach wenigen Minuten wird sie aufgerufen. Frau Fischer, bitte. Sie steht auf und geht ins Behandlungszimmer. Dort trifft sie Dr. Geiger. Guten Tag, Frau Fischer, sagt er. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Doktor, antwortet Rita. Ich habe Zahnschmerzen. Genau hier. Sie zeigt auf ihre Wange. Dann schaue ich mir das mal an, sagt der Doktor. Setzen Sie sich. Anschließend untersucht er Rita. Mit Ihren Zähnen ist alles in Ordnung, sagt er danach. Allerdings ist ihr Zahnfleisch leicht entzündet. Ist das schlimm? fragt Rita. Nein, das sollte weggehen, sagt Dr. Geiger. Ich habe alles gereinigt. Rita freut sich. Kann ich etwas tun, damit das nicht wieder passiert? Die Zähne immer gut putzen, erklärt der Zahnarzt. Und einmal im Jahr zur Kontrolle kommen. Alles klar, sagt Rita. Danke sehr, Herr Doktor. Daraufhin verabschiedet sie sich. Sie ist erleichtert. Dennoch weiß sie eines ganz sicher. Sie wird nie wieder vergessen, zur Kontrolle zu gehen.